Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind am Start mit der 26. Folge in FIFA 17 hier auf dem Kanal und heute gibt es eine Folge, in der wir mal wieder ein bisschen was Spezielles machen. Und zwar gibt es nicht die gewöhnliche Art und Weise, die ich jetzt etabliere, dass wir einen Informspieler und einen normalen Spieler nehmen. Nein, ich habe noch eine Squad-Building-Challenge, die ich abschließen werde und das Set, das wir da bekommen werden. Meine Stimme ist noch ein bisschen am Ende vor meinem Trip nach Durham, den ihr übrigens auf meinem Kanal sehen könnt, war das Video von gestern. Lohnt sich auf jeden Fall mal das anzugucken, denn da werde ich in Zukunft leben. Auf jeden Fall, ja, werden wir das heute mit diesem Set machen und darin hoffentlich zwei gute Spieler ziehen, um die wir das Team bauen werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch überfreuen. Schaffen wir 700 Likes für diese Episode. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das. Das kriegen wir auf jeden Fall. Ich bin mir relativ sicher. Videobeschreibung auschecken. Links zu IGVault. 6% Rabatt mit der Comebox Gaming TV. Auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Dazu mein Merchandise und meine Social Media Links. Instagram auf jeden Fall auch mal auschecken. Sind sehr aktiv da in den letzten Tagen gewesen. Warum wir? Das könnt ihr sehen, wenn ihr vorbeischaut. Also macht das definitiv. So, was für ein Transfer das ist, weiß ich nicht. Es könnte Tadic sein. Es ist Tadic. Das ist mir aber relativ egal. Wir gehen nämlich direkt straight zu der Squad-Building-Challenge. Und wenn ihr euch fragt, Max, es gibt doch momentan gar keine krasse. Doch, 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 doch. Zwar nicht St. Patrick's, der, wo es viele Coins gegeben hätte, hätte man ein bisschen Glück gehabt, was ich nicht habe in FIFA 17, sondern die Liga Nationen. Genau, Liga Nationen Hybrid-Challenge. Halbprofi, Nationalitäten genau zwei, Ligen genau drei. Spieler mit derselben Nationalität genau, oder maximal sechs Spieler aus derselben Liga, maximal vier. Ist noch easy. Genau das gleiche gilt wie die Profi-Challenge. Nationalitäten genau drei, Ligen genau fünf. Spieler mit derselben Nationalität maximal 3, ist okay. Weltklasse ist schwieriger. Normalerweise hätte ich nicht so viele Spieler in Packs gezogen und die hätten Loyalität, hätte ich dafür auch schon Spiele machen müssen. Denn da brauchen wir 6 Nationalitäten und 6 Ligen. Mit maximal 2 Spielen mit derselben Nationalität und 2 aus der gleichen Liga. Ist relativ schwierig, dafür nur 81er Bewertung. Aber legendär ist richtig heftig. 11 Vereine, 2 Spieler maximal aus derselben Liga, 3 mit derselben Nationalität und 2 80er Bewertung. Dafür gibt es ein seltenes Spielerset. Das ist ein 50k-Set. Insgesamt gibt es für die Challenge nochmal 10.000 Münzen und dieses Futura-Trikot, was ihr gleich sehen werdet, was ich auch benutzen werde. Sehr interessant und ich zeige euch mal, wie ich diese Challenge hier beendet habe. Ich musste, wie gesagt, 10 Spiele machen, weil die Spieler keine Loyalität hatten bei mir. Fährmann, Mertesacker, Hut, Florenzi, dann Evra, Toulalan, Kaká, Pirlo, Candreva, Baptistao vorne drin und Nasri. Habe ich mir von Foothead geklaut, die Challenge. Habe ein bisschen was verändert und das Ding ist beispielsweise, hat der Kollege Baptistao hier eigentlich gar keinen Platz drin. Normal stand da Pato, aber es geht auch so mit der 82er Bewertung, deswegen senden wir das jetzt ab. Das Team könnt ihr euch abgucken, könnt es damit nachspielen. Es klappt und ist relativ günstig. Seltenes Spielerset und dazu die Liga Nation Hybrid Challenge. Endlich mal abgeschlossen. Futura Heimtrikot und die 10.000 Münzen. Das Trikot aktiviere ich direkt mal. Und zwar ist mein Auswärtstrikot für das St. Patrick's Day Trikot. Und das Set öffnen wir jetzt. Und dann schauen wir mal, was für Spieler wir da rausbekommen. Ich hoffe natürlich, ich hoffe so sehr, dass... Ich habe zwar eine St. Patrick's Day Karte gezogen, aber ich hoffe trotzdem, dass es zumindest ein 84er Rating wird. Schauen wir nach. Kein Walkout. Okay, damit habe ich gerechnet. Kedira. Ja, gut. 83er Rating ist... Scheiße. Ist halt einfach scheiße. Ist halt wirklich scheiße. Ja, Baumwurm, Kedira und Matip. Muss ich dann wohl so machen. Kedira, gucken wir mal auf dem Transfermarkt, ob es da momentan was gibt oder warum der so viel wert ist, habe ich gefragt. Das ist sogar okay, mit 5.000 Münzen kann ich sehr gut leben, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, zack. Jetzt haben wir noch Elneny, Willems und Kolarov. Naja, Randolph, Dembélé, das ist ganz cool. Die 80er Karte brauche ich zwar nicht, weil ich die Want-Watch-Karte habe, aber kann man mitnehmen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier raus zaubern können und welche Formation ich auf jeden Fall auch benutze. Das ist auch vielleicht gar nicht so interessant. 7 Minuten wie immer Zeit und die starten wir ohne Formation, weil ich mich selber noch mal ein bisschen challenge, weil ich nicht glaube, dass mit diesen beiden Spielern Martin und Kira noch nicht schwer wird. 3, 2, 1 und go. Ich weiß nicht, warum ich jetzt im Shop bin. Ach ja, genau, weil ich kein Set geöffnet habe. Aber das soll mich nicht weiter jucken. Wir machen mal die gleiche Formation, die ich gerade benutzt habe, um dieses Team abzusenden. Ich denke mal, das passt ganz gut. Und dann packen wir Kedira ins zentrale Mittelfeld und Matip in die Innenverteidigung. So, haben wir einen Außenverteidiger in der Premier League entweder, nicht nur entweder, aus Deutschland? Das ist die große Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Haben wir in der Premier League einen deutschen Linksverteidiger? Nein, haben wir einen deutschen Rechtsverteidiger? Ich glaube auch nicht, aber wir können auch mit Innenverteidigern arbeiten. Da wäre es dann Mustafi, den habe ich gerade zwar nicht eingesetzt, aber... Das macht auch nichts, weil die One-to-Watch-Karte wäre auch blöd gewesen, die einzusetzen. So, zack. Und dann stellen wir Matip in die Mitte. So, wir bräuchten jetzt theoretisch einen Keeper für Matip. Also ein Torwart aus Deutschland wäre sinnvoll, weil wir könnten Mignolet nehmen. Karius. So, ist richtig, aber machen wir nicht. Wir nehmen Tschechiens Tor. Ne, können wir nicht, weil Chemie, dann nehmen wir Butler ins Tor, wie eigentlich immer. Rechtsverteidiger. So, jetzt wird es interessant. Da gibt es theoretisch einen Kameruner.
Und zwar Niom. Die Sache ist nur, ob ich den wirklich so benutzen kann, wie ich möchte. Wo haben wir es denn? Kamerun. So, ist Niom überhaupt noch bei West Brom? Das ist auch eine große Frage. Ja, ist er. Die Sache ist, wenn ich den benutze, dann kann ich hier keinen aus Kamerun hinstellen. Beziehungsweise, wenn ich hier einen hinstelle, dann bräuchte der einen Link hierhin, der einen Perfect Link. Und dann bräuchte der Stürmer einen Perfect Link und dann würde es hier nicht aufgehen. Genau, also geht das Ganze schon mal so nicht. Das heißt, ich nehme vielleicht einen kamerunischen Zentralmittelfeldspieler einfach so erstmal. Nguemo gibt es da, da gibt es noch Kaptum, da gibt es Josef Minala, der immer noch aus wie 70, aber jünger ist als ich, glaube ich sogar. Gucken wir nochmal nach, die Zeit nehme ich mir. Er ist jünger als ich, tatsächlich, das ist ja Wahnsinn. So, zentraloffensives Mittelfeld, und die gefällt mir irgendwie nicht. Sechser, es gibt Song. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir Song. Wie sieht es mit Rechtsverteidigern aus Kamerun? Da gibt es nur Niyom. Das ist nicht so cool. Okay, wir machen es nicht mit Kamerunern. Warum gibt es wenig gute Kameruner? Ich dachte, die wären einigermaßen verbreitet, aber okay. Meine Stimme ist echt schlimm. Ich bin echt selbst genervt davon. Tut mir leid, ich kann halt nichts dafür, aber trotzdem entschuldige ich mich. Wäre Chan mal Rechtsverteidiger, dann hätten wir den benutzen können. Können wir so natürlich nicht. Roberto Firmino wäre eine Option, ist mir aber zu offensiv. Henderson, Ja. Spielt Morrison noch in der Serie A? Der gute alte Revel. Ne, spielt zweite englische Liga. Okay, wir machen es also anders. Wir nehmen einen Rechtsverteidiger von Liverpool. Ne, wir nehmen Moreno. Wir nehmen Linksverteidiger von Liverpool, weil Spanier gibt es wie Sand am Meer. Das heißt, wir tauschen das einmal so rum. Und stellen hier Alberto Paloschki oder Aquilani hin, genau. Okay, Zeit verlieren können wir. Wie immer. Ich mache vor allem den gleichen Fehler nochmal. Haben wir auch nicht im Verein. So, sollen wir auch nicht gucken. Okay, alles klar. Wir brauchen einen spanischen zentralen Mittelfeldspieler. Und da habe ich schon wen im Kopf. Und zwar ist das dann der Kollege Borja Valero. Nee, dann nehmen wir einen aus einer anderen Liga. Dann nehmen wir einen aus der spanischen Liga. Valero stellen wir ins zentraloffensive Mittelfeld. Herrera, Gabi, nehmen wir einfach Gabi. Nehmen wir die spanische Liga. Ist okay, dann nehmen wir hier Borja Valero. In der hat ja mittlerweile Forster-Skills, wie ich. Ich weiß gar nicht, wie ich das erfahren habe, aber auf jeden Fall ist das ziemlich cool für mich, weil das macht seine Karte nochmal ein Stückchen stärker. Linker Flügel, dann nehmen wir Ferreira Carrasco. Wenn nur noch Carrasco heißt, früher Ferreira Carrasco hieß. So, nehmen wir die 82er Karte, weil ich den Verein habe, genau. Belgischer Stürmer aus der Serie A. Das sollte doch kein Problem sein eigentlich, oder? Haben wir einen belgischen Stürmer in der Serie A? Ich weiß gar nicht. Das sind halt einen spanischen Stürmer aus der Liga WLV. Mertens. Ja, okay, die Karte ist vielleicht ein bisschen teuer. Ja, das ist immer noch ein bisschen teuer. Und er sieht lustig aus, aber dann machen wir das anders. Dann nehmen wir den spanischen Stürmer einfach nur. Und dann können wir. Muss aus der WLV sein. Stimmt. Morat. Gucken wir mal meinen Verein. Aspas. So, warum nicht? Jetzt ist die Sache. Haben wir einen deutschen Recht. Das wäre cool, wenn wir einen deutschen rechten Flügelspieler in der spanischen Liga hätten. Ich glaube auch nicht dran. Nee. Das ist wiederum nicht so cool. Wie mache ich das jetzt? Das geht so nicht auf. Ja. Zeit. Nehmen wir dann doch den Belgier. Die Sache ist nur, dann brauche ich einen rechten Flügelspieler aus Deutschland aus der Serie A. Und das gibt es, glaube ich, auch nicht. Von daher, alles ein bisschen schlecht gerade. Waren wir überhaupt deutsche Flügelspieler? Warte mal. Zweite Liga, Bundesliga logischerweise. Podolski, Sané, also Premier League, wo wir aber schon drin sind, von daher ist das blöd. Dann haben wir noch Beister, das heißt, in der zweiten englischen Liga gäbe es Ebert. Ich wusste gar nicht, dass Vallecano, oder gar nicht im Kopf, dass Vallecano abgestiegen ist. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht hier. Wie mache ich das, verdammt? Keine Ahnung, ich verzweifle gerade.
Stopp. Wir nehmen den Belgier hier doch noch hin. Serie A. Nehmen wir den Zehner oder nehmen wir einen Mittelfeldspieler. Oder nehmen wir Bastien. Das wird mal ganz lustig. Haben wir auch verdient, den Bronzespieler benutzen zu müssen. Und dann nehmen wir... Das funktioniert nicht. Das geht alles nicht auf. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wenn es Nothing's Wasted sein soll. Wir gehen jetzt einfach mal nicht auf Nothing's Wasted. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Weil ich brauche einen deutschen Rechtsverteidiger. Oder beziehungsweise einen Link für Kedira, aber auch noch einen für Mustafi. Das heißt, wir nehmen einfach doch Tschech. Das gefällt mir jetzt halt wirklich gar nicht, aber und jetzt ist die Zeit vorbei. Na, super. Also Carrasco behalten war, weil Carrasco hat die jetzt auch so besitzt, hätte ich jetzt Morata wieder hingestellt. Aber das war mal ein richtiger Fail. Da seht ihr mal, Max war in England und zack hat er all seine FIFA-Kenntnisse verloren. Bitter. Okay, wer wird unser Rechtsverteidiger? Das wird jetzt die spannende Frage. Nicht aufsteigend. Und schon aktive Position. Schon aktive Position. So. Nee, nicht mal neu, es wird Ochieng. Okay, und wer wird unser Stürmer? Ich habe keinen Bronzestürmer. Ah doch, habe ich, klar. Ja, sorry, das waren die Untauschbaren. Komm, nehmen wir wieder KDWere, der ist ja schon eine Legende geworden. Olinga ist mittlerweile... Ist das der gleiche Olinga? Nee, ist nicht der gleiche. Ich glaube, es gab mal einen... Nee, Olinga hieß der schnell war. Na, ist ja auch egal. Ja, das ist unser Team. Super. 81 Chemie. Ganz schwach von mir. Ganz schwach von mir. Ganz, ganz schwach. Keine Wechselmöglichkeiten, müssen so gewinnen. Okay, ich suche einen Gegner, bis gleich. Mein Gegner hat sich so ein bisschen geweigert, das Trikot zu wechseln. Deswegen spielen wir in dem aktuellen, das ich habe von Newcastle. Dembélé nicht geupgradet, immerhin nur 91 Chemie, aber auch Butland im Kasten. Das ist nicht so, also was heißt auch, wir hatten den ja, aber haben ihn nicht mehr, weil Cech jetzt da ist. Übrigens, Callejon, ich durfte ja die Position nicht ändern. Das ist ja so, wenn ich jemanden kaufe, dann darf ich, also ich, ne, wenn ich die Challenge geschafft habe, dann darf ich auch die Position nicht ändern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du Callejon den günstigsten und der ist rechter Stürmer. Das heißt, der hat nicht mal die Chemie, die er eigentlich hätte. Trainer habe ich auch nicht benutzt. Das alles, ja, sowas vom Bitter hier. Mal sehen, wie das laufen wird. Also, dass er denkt, dass ich rausgehe, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben keine Laufwege, wir haben irgendwie gerade, oh Gott, gar nichts und vor allem keine guten Pässe. Und jetzt spielt der Gegner nicht. Das heißt, jetzt, guck mal, er hätte geschossen, er hätte eiskalt geschossen. Ich weiß nicht, ich bin gerade so scheiße. Also, es ist zugegeben das erste Spiel, was ich wieder mache, seit ich da bin, ne? Aber trotzdem sollte ich ihn gerne die besser schlagen. Callejon, so, 1-1, aber das hilft mir noch nicht so, wirklich meine Laune zu steigern, weil das ist noch viel zu schlecht. Es ist total sinnlos, so zu spielen, aber ich lasse mir natürlich jetzt nicht nehmen, Tor zu schießen, hoffe ich, wenn ich denn tatsächlich das mal hinbekommen sollte, mich nicht total zu blamieren, wie ich hier spiele. Ich will KDW eigentlich als Torschützen haben, weil wir kennen das ja schon. Oh, der Abschluss war aber ziemlich schlecht. Ja, wir kennen das ja schon. KDW trifft ja immer, wenn er spielt. Jetzt macht es Callejon anscheinend, jawohl. Die Sache ist halt, so macht es nicht, es macht keinen Spaß, aber es ist halt schön einfach und irgendwie so ein bisschen ein kleiner Trost dafür, dass das Squad so scheiße geworden ist. Also das war zumindest easy Gewinn. Ich habe Langeweile, Freunde, und ich kann nichts tun. Aber was willst du machen? Obwohl, ich kann noch mal ein drittes Tor schießen. KDWere, 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 er trifft immer. Wahnsinn. So spannend. Oh, Tschech kann sich richtig freuen. Das war eine ganz enge Partie. Unglaublich aufregend und spannend. Also, wow. Sehr langweilige Episode, muss ich schon sagen. Also ziemliche Fail-Episode, sagen wir es mal so. Langweilig war es nicht zwingend, aber auf jeden Fall ziemlicher Fail. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich freuen. Wenn ja, ihr die nächste Episode wieder im normalen Stil haben wollt, dann ballert es auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten können wir vielleicht auch einrichten, dass wir einfach ein Goldset ziehen und die beiden Spieler benutzen. Je nachdem, ballert auf jeden Fall mal eure beiden. Ne, hier ist eine Infokarte. Und das war es am Ende, also zwei Goldsets oder normale Variante, die ich gerade erklärt habe, mit den zwei Spielern, die wir kaufen.
je nachdem, worauf ihr Bock habt, ballert halt rein. Gut. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.